Jetzt hört doch endlich mal zu, Mann. Okay, wir sind jetzt nach langer Abstinenz endlich mal wieder back in dem Business und Abstinenz. jetzt haben wir es endlich halbwegs hinbekommen, dass wir loslegen können. In dem Video zeige ich jetzt meinem Bruder K-Pop. Um ehrlich zu sein, ich wollte es schon die ganze Zeit machen und dieses ganze YouTube ist jetzt ein bisschen eine Ausrede dafür, dass ich dir endlich K-Pop zeigen kann. Wo wir auch endlich mal zuhören. Ja, Mann, die haben mir nicht zugehört. Okay, das ist die Gruppe, Dann heißt läuter NCT mal. 127. Erläutern. Start. Ey, krass, guck mal, der ganz rechts, der Ach sieht aus wie ein so. Pilzkopf, Alter. Ganz rechts? Ja, dieses Nein, Bild, no. immerhin passt es. Limitless, guck mal, siehst du da irgendwo ein Limit im Bild? Wenigstens eine gute Bildsprache. Also Ja, mich, ich achte auf die sowas, achten Alter. halt auf Konzepte. Ja, das ist halt wichtig. Das ist halt wichtig, damit das Weißt Ding du, eine in Seele K-Pop, bekommt. jedes Musikvideo hat ein bestimmtes Konzept. Ja. Egal, start. Ja. Ah Haben wir ne, mal die 10. Maus weg, alle Okay. Stimmen 10 drauf. Leute sind es. Eigentlich auch. Sorry. Das ist zum K-Pop. Voll komisch. Das ist, ich atme. So komisch, ich komme schon. Merkst du die Effekte? Guck mal, deine Haare. Boah, ey, ich schwör's dir, scheiß mal auf alles. Die Kameraführung ist doch krank, Junge. Ja. Ey, wirklich, das ist krank. Also K-Pop. Ja, und die Also Stimme sieht ist schon sehr. Ja, mega. komm mal kurz gleich, willst du mir nochmal angucken? Video ist krass. Das ist Ich ein mach mal kurz Performance-Video. zurückspulen. Da, die achten extra auf Choreo und so. Okay. Ey, ein bisschen wie Shirin ist Guck mal, neues gib Lied. dir das mal. Toll. Das ist so ein One. Nee, ist nicht One Make, oder? Nun, gib dir das doch Ich mal. weiß nicht. Nee, nee. Ich kenne da alle, wirklich. Von vorne bis Ey, gib hinten. dir wie krass die Kamera Ja. kommt. Nicht geil. Limitless. Ich mag schon nichts. Weg ist doch. Ja, ich muss doch erstmal spielen. Aber während die Klamotten sind aber auch sehr Hip-Hop inspiriert. Ja. Das merkt man. So, die Gruppe ist generell sehr Hip-Hop inspiriert. Aber da merkt man schon, okay, abgesehen davon, dass Mädchen und Jungen gebildet sind. Ach, es sind auch Mädchen dabei. Nein, ich meine das davor. Boah, das ist mich gerade geschockt. Ich Alter. auch, ey. Ich meine, das Lied ist sehr anders. Ich hätte es auch nicht erkannt, ehrlich gesagt. Das ist eine gute Stelle. Ja, ich mag das auch. Das hat was. Das ist ja stimmenlang schön. Ja. Guck mal, bei dem beispielsweise. Was ist damit? Der gibt noch die Eier. Nein, auch. Ja, der ist voll lieb. Der ist voll lieb. Och, der ist so ein guter Mensch! Seine Haare sehen aus wie Schmierdecke. Ey, der sah aus wie einer von Final Fantasy, Alter. Ja, die sehen alle aus wie von da. Schmiersenkelboy. Ey, der eine, was ist das? Komm mal hier, der da hinten. Deine, weißt du, wie der aussieht? Wie Dings, wie heißt der? Pilzkopf von Netz Ultimativer Schulwahnsinn. Ja, weißt du, ich meine, wie heißt der? Kokosnusskopf. Ich glaube, das. Oder? Ja. Sogar mit Mütze, oder? Der ist das schon wirklich. Der sieht als Win-Win. Also. Nicht in echt, aber. Was denkst du, wie kostet die Klamotten von denen? Sehr teuer. Sehr viel? Sehr teuer. Ja. Sehr viel. Den mag ich am liebsten. Ich auch. Ja, den mag ich gar nicht, jetzt schon. Nein, den mochte ich davor nicht. Und seine Stimme ist so gut, beide.
Das ist mit der Grund so bestimmt. Krasse, krasse Serie, also das ist ein Verband. Heftige Produktion, muss man sagen. Ja. Weißt du, was ich glaube? Irgendwann. Kurz am Ende, warum stoppst du kurz am Ende? Ja, mach die Lachen auf. Ja, okay. Ich glaube, mag den Beat dahinter, ich mag den melodischen Beat. Ich glaube, irgendwann wird auch im K-Pop so jemand kommen, der einfach selbst seine Texte macht, der selbst tanzt. Hey, es gibt sowas! Aber der alles selber macht. Ja! Und ich glaube, dass David die Szene dann auf richtig auf zerstört. Es gibt sowas schon. Ja. Irgendwann kommt der noch. Irgendwann. Oh mein Gott. Ich glaube nicht, dass die alles selber machen. Ja, bestimmt nicht alles komplett selbst. Aber es gibt sehr viele, die sehr involviert sind in der Produktion, in Choreografie, in Song erstellen. Songwriting, Song Producing. Aber warte mal, gibt es eigentlich in Korea auch Menschen, die, also Sänger, die alleine singen? So? Ja. Das ist jetzt nur so eine Sparte. Ich muss sagen, so Gruppen sind sehr populär, aber soweit ich es mitbekommen habe, eher unter Teenagern. Und dann. Aber die Frage war, es gibt noch andere, also so ganz normale Sänger. Ja. Hm. Es gibt normale Dings, es sind sehr beliebt, Balladen auch. Echt? Ja. Echt? Es ist halt nur Dings, wie nennt man das? Aber das nennt man nicht K-Pop. Nein. Das ist K-Pop. Ja. Das andere ist K-Pop. Und es gibt Menschen, die nur das hören. So K-Pop. Ja, guckst du dir an, daneben. Herr, aber wieso? Also, du bist so abwertend. Das ist nicht abwertend. Das ist nicht abwertend. Aber ich meine, mit der Zeit wäre das mir persönlich zu viel. Das ist zu viel. Weil das ist einfach zu anstrengend. Ja, aber deswegen habe ich mich auch in allen Bereichen auszubreiten. Beispielsweise, ich weiß nicht, ob Leute auch. Mal, aber nee, das ist voll. Ich meine, Musik ist ja. Vielleicht ist es ja so, deswegen will ich dir mal gerade sagen. Ey, hör auf! Musik ist ja, du identifizierst dich ja mit jemandem, irgendeinem Künstler und den seinen Texten. Ja, aber nicht unbedingt. Jeder versteht was anderes. Ja gut, Abgeh-Songs, ja klar, das ist einfach nur Feeling für mich, ja? Mhm. Aber wenn ich mich mal identifizieren will, weil du kannst ja nicht die ganze Zeit 24 Stunden Pop-Abgeh-Song hören, weißt du, ich meine? Irgendwann kriegst du ja die Schnauze voll. Viele Songs zum Identifizieren, ich habe dir nur zwei Beispiele gezeigt. Ja, aber ich meine, wenn du irgendwas hast zu identifizieren, ja? Rüdiger! Ach so, das ist übrigens unsere Hausfliege. Auf jeden Fall, du verstehst doch den Text auch nicht, oder nicht? Ja. Das ist mein kleines Problem, muss ich sagen. Ich weiß nicht, weißt du, das denke ich mir bei K-Pop an sich, halt unter den Kommentaren schreiben Leute mal, I don't understand it, but I love it. Aber ich weiß nicht, für mich ist das Text immer Nebensache gewesen. Ich höre mir halt Dinge gerne an. Ich weiß nicht, vielleicht bin ich die Einzige. Aber nein, das stimmt schon. Ich meine beispielsweise Arabisch klingt doch auch geil, ehrlich für uns. So manche Sachen. Ja. Ich kann es glaube ich damit vergleichen. Aber für mich. Aber übersetzt du dann die Texte? Ich übersetze sie dann immer. Also ich gucke mir direkt Virginia an. Immer. Arabisch. Ich kann es nicht spielen, wenn ich es nicht verstehe. Arabisch? Nee, bei mir gar nicht. Also wenn mir das Lied gefällt, irgendwann lese ich mir die Lyrics. Ich auch nicht alles übersetzt. Zum Beispiel von dem Song, ich kenne überhaupt nichts von den Lyrics. Ich mag das Lied einfach. Ich muss es einfach nur fühlen. Ja, ich weiß, was du meinst. Ja. Ja, das aber ist ja die Sache, warum du es, glaube ich, fühlen kannst, weil du es einfach nicht verstehst. Hey, nein. Du musst jetzt für die Gründe. Ich meine es ernst. Hey, nein. Es gibt doch auch so viele Lieder, wo ich mir die Texte dazu durchlese und denke, oh, okay. Guter Text. Ey, ganz ehrlich, die Diskussion kann lange so weitergehen. Also, wenn ihr Bock habt auf so eine fette Diskussionsrunde, dann sagt Bescheid, aber jetzt wollen wir euch damit nicht belästigen. Der muss zur Uni. Ciao, mach mal fertig, bitte. Ich mach jetzt fertig. Seine Bände.